Liebe Brandenburgerinnen, liebe Brandenburger, Sie alle wissen, dass die Landesregierung im Land sehr viel unterwegs ist. Wir reden mit Bürgermeistern, wir reden mit Landräten über die Dinge, die in den Regionen zu bewegen sind, über die Sachen, die wir gemeinsam mit den Kommunalverwaltungen voranbringen wollen, für unser Land, für Sie alle. Aber ich will mit Ihnen noch intensiver ins Gespräch kommen. Ich möchte mit Ihnen direkt diskutieren. Ich möchte Ihre Anregungen hören, Ihre Fragen beantworten, aber auch Ihre Wünsche hören über das, was wir in unserem Land für die kommenden Jahre und Jahrzehnte brauchen, damit wir es gemeinsam gut gestalten können, damit dieses Land Brandenburg sich auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter so gut entwickeln kann, wie es das in den letzten 27 Jahren getan hat. Und dazu lade ich Sie zu einem Bürgerdialog ein. Wir werden beginnen mit den Bürgerdialogen am 16. Oktober in Birkenwerder im Landkreis Oberhavel. Sie sind alle herzlich dazu eingeladen. Es werden in diesem Jahr noch weitere Orte folgen. Wir werden in Eberswalde sein, wir werden in Brandenburg an der Havel sein und dann möglichst auch sehr schnell bei Ihnen in der Nähe. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich warte auf Ihre Anregungen, auf Ihre Wünsche und ich warte auf eine faire Diskussion. Alles Gute, Ihr Dietmar Woidke.